Seid gegrüßt, liebe Empire-Fans. Herzlich willkommen zu dieser ja wieder mal ganz besonderen Folge. Im Moment haue ich hier eine besondere Folge nach der anderen raus, weil dieses Spiel, das macht jetzt gerade richtig Bock. Und ich habe auch eine super Nachricht für euch. Ich habe gerade unseren dritten Außenposten eingenommen. Oder sagen wir mal so, ich habe gerade meine Besatzung dahin geschickt und jetzt brauche ich noch 24 Stunden Zeit. Dann kriegen wir diesen geilen Außenposten. Boah, so viele Leute haben mich angeschrieben und mich gefragt nach den Koordinaten von diesem Außenposten, ob ich den mal zeigen kann, denn ich vergessen habe, letztens den zu zeigen. Und ihr seht jetzt hier, ist der Außenposten von Marco Hero jetzt noch. Der ist, Marco ist Level 67 und so sieht der Außenposten auch aus, also richtig geil. Ihr seht hier, wir haben Nahrung an erster Stelle, ein 6er Nahrung und 2 Stein. Und ihr seht die ganzen Pfeile hier. Also ich werde gerade tatkräftig von 12 Play unterstützt. Also ich habe euch ja immer wieder gesagt, das ist ein super Spieler. Und der ist auch letztendlich der Einzige gewesen, der jetzt so lange wach geblieben ist mit mir und mich tatkräftig mit Dev unterstützt. Ich selbst habe auch 400 Dev jetzt aus meinen Außenposten reingezogen. Die in meiner Burg, die lasse ich mal drin. Aber die Außenposten, die habe ich jetzt gerade... Also ich muss euch kurz sagen, warum ich die in der Burg drin lasse. Weil ich wurde nämlich heute so oft ausspioniert von irgendwelchen Leuten, die, was weiß ich nicht, wie weit von mir weg sind. So 600, 700 Klicks oder so. Keine Ahnung. Ich habe dann gefragt, was das soll. Warum die ausgerechnet mich ausspionieren. Wir haben mit dieser Allianz überhaupt gar keinen Diss oder so. Ich denke einfach mal, dass das irgendwelche Leute sind, die meine Let's Plays gesehen haben und die jetzt einfach mich ein bisschen piesacken wollen. Sorry, das haben schon einige versucht. Damit kommt ihr nicht durch. Ich weiß, wie stark ich bin. Ich weiß, dass ich euch locker wegstecke. Sorry, aber ich weiß nicht, was das soll. Mich macht sowas sauer, weil ich möchte mein Spiel hier spielen. Ich möchte den Leuten helfen, das Spiel besser zu verstehen und denen so ein bisschen Anstups geben. Und dann kommen immer wieder irgendwelche Hater und versuchen, mir mein Game streitig zu machen. Und ich versuche überall meine Diplomatie gut zu halten, mich mit meinen Leuten hier zu verstehen. Ja, und dann kommen immer solche Querschläger und... Keine Ahnung, was die dadurch... Also ich werde euch auf jeden Fall nicht zeigen hier in meinem Let's Play. Ich werde nicht sagen, wer mich hier ausspioniert, weil das ist mir einfach zu doof. Ich denke mal, diejenigen, die sich jetzt angesprochen fühlen, die könnten sich jetzt vielleicht mal ein Herz nehmen und sagen, okay, muss das vielleicht sein? Frage ich nicht lieber die Leilani, ob die nicht mal meine Burg zeigen kann? Weil ich habe nämlich eine der Burgen, habe ich mir angeguckt. Das ist gar keine schlechte Burg. Würde mich sehr freuen, wenn du mich fragen würdest, ob ich dir mal deine Burg vorstellen könnte. So, zurück zum Außenposten. Guck mal hier, jetzt dürft ihr ausnahmsweise mal hier reingucken. 12 Play hat gerade geschrieben, alle das Video liken. Wir waren nämlich gerade noch in der Skype-Konfi zusammen. Wir zocken alle gerade Minecraft bis in die Puppen. Und habe ich gerade mich entfernt aus der Gruppe und habe gesagt, ich gehe mal kurz eben Empire aufnehmen, weil ich habe jetzt natürlich... total darauf gewartet. Ich habe die letzten paar Minuten hier gesessen und gefiebert und meinen Truppen beim Laufen zugeguckt. Hier kommen vom 12 die Truppen. Der hatte sich also auch einen von Marco Hero genommen. Der war ein bisschen kleiner als meiner. Weil ich zuerst den Marco Hero gefragt hatte, hatte der mir seinen guten Außenposten gegeben. So. Entschuldigung, ich habe gerade zu viel Kaffee getrunken. Jetzt werde ich euch den Außenposten zeigen. Ihr seid mit Sicherheit schon richtig gespannt. Passt mal auf, wir gehen mal rauf. Seid nicht erschrocken von den ganzen Feuern. Die waren vorher schon da. Dieser Außenposten stand schon ein paar Tage länger unter Beschuss. Aber schaut euch dieses Baby mal an. Hier steht die Bäckerei auf Stufe 2 und die Stallungen auf Stufe 3. Bis jetzt brennen die noch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob die letztendlich stehen bleiben. Also der 12, der meinte, dass auch die Stallungen auf 3 kaputt gehen können. Ich bin der Meinung, dass es nicht so ist, dass alle Sachen, die du mit Rubinen ausbaust, kein Feuer fangen. Und so ist es ja dann auch. Ich werde jetzt mal eben dem 12 sagen, lieber 12, die Stallung ist nicht getroffen. Da. Wir haben nämlich vorhin so ein bisschen dann rumgeraged, ne? Ich habe gesagt, nee, die Rubinsachen, die nimmt der Empire nicht weg, die können nicht kaputt gehen, nicht in Schutt und Asche. Und er, ja, auf jeden Fall und so. Bis jetzt schreibt er, ist klar. Okay, ist klar. Ja, wie ihr seht, ich fühle mich also pudelwohl bei mir in der Allianz. Paar Veränderungen könnten da rein, klar. Also ich sage ja, das ist jetzt nicht so eine... Ja,
Wir haben jetzt gerade super viele neue Leute reinbekommen. Wir müssen uns jetzt erstmal irgendwie zusammenfinden, aber das wird schon. Was meint ihr denn? Ich gebe euch jetzt eine kleine Aufgabe für die nächste Folge. Schreibt's mal unter diese Folge. Was meint ihr, was meine ersten Handlungen hier in diesem Außenposten sind, nachdem ich die Feuer gelöscht habe? Nachdem ich die Feuer gelöscht habe. Was sind meine ersten Handlungen? Ich bin mir sicher, dass mindestens 10 Kommentare kommen werden und dass mindestens 10 Kommentare richtig sind. Ich mache was anderes. Wenn ich 10 Kommentare habe, die richtig sind, dann werde ich nächste Mal ein 30-Minuten-Video raushauen. Okay? Also das interessiert mich mal jetzt richtig. Leute, ich bin so happy, nicht nur, weil ich so viel Kaffee getrunken habe jetzt gerade, damit ich so lange wach bleiben kann, sondern weil ich endlich mal einen Außenposten habe, mit dem ich ganz genau weiß, dass ich, wenn der fertig ist, dass ich da auf jeden Fall meine erste volle Armee drin reinpacken kann. Ich bin so happy, wenn ich das... Ich sag jetzt nicht, wenn ich das und das und das weggepackt habe. Ihr wisst das. Warte mal eben. Habe ich in die Aufnahme? Die kann kaputt gehen, weil sie nicht als Premium-Gebäude gilt. Habe ich in die Aufnahme geschrieben? Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. In meiner Aufnahme. Bin on air. Lustig. Ja. Mal sehen, was da übrig bleibt. Also ich hoffe, ich denke mal, ein Wachhaus wird auf jeden Fall draufgehen. Mehrere Farmhäuser werden draufgehen. Aber ihr seht ja, an Wachhäusern hat er nicht gespart. Hier sind 5 Stück auf Stufe 3. Da können wir 2 verkraften, das ist kein Problem. Hauptsache, die Stallungen bleiben da. Die Stallung, die Bäckerei, Gott sei Dank, da brauchen wir keine Angst haben. Da bin ich mir zu 1000% sicher, dass die nicht drauf geht. Aber mit den Stallungen, wie gesagt, ich weiß es nicht. Der 12 meint... Übrigens sagt er gerade Hallo an euch. Der 12 meint, dass das nicht als Premium-Gebäude gilt. Keine Ahnung. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Stallungen als Premium-Gebäude gelten, sobald man die mit Rubinen ausbaut. Ich weiß es aber nicht. Ja, auf jeden Fall wird uns hier der Taubenschlag bleiben. Das ist ja auch ein Ding, was wir normalerweise mit Rubinchen bauen. Und uns kann keiner die ganzen Parks hier wegnehmen. Und da bin ich auch besonders froh drum, dass hier schon so viele stehen. Weil jetzt ab nächstem Level mache ich mir schon so ein bisschen Sorgen. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir gut an Rohstoffen produzieren. Weil ich muss erstens meine Eiswelt muss ich irgendwie versorgen, weil da will ich jetzt auch auf jeden Fall weiterkommen. Und dann muss ich meine nächsten Außenposten, in dem einen Außenposten, da weiß ich auf jeden Fall, hat da noch ein paar Parks reinpassen, in dem anderen auch, den hatte ich ja damals umgebaut. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wie wir da die Rohstoffe rankarren. Entweder frage ich dann meine Nachbarn, mit denen ich da den Rohstofftausch machen, ob die dann mal ein bisschen mehr mit mir tauschen. Dann werde ich denen sagen, dass ich jetzt Parks bauen kann. Und ja, in den jeweiligen Außenposten ist unsere Produktion sehr gut. Klar, wir haben Glitzer, wir sind immer voll. Hier, der ist im Moment auch, der Marco, der hatte mir vorhin gesagt, was da drin ist ungefähr. Und dass ich ungefähr auf 80 bewaffnete Bürger treffe. Deswegen habe ich zur Sicherheit 100, ich glaube 105 oder so habe ich mitgenommen. Ich weiß, ich kann euch den Kampfbericht mal eben schnell zeigen. Eroberung, Sieg, Star Trek. 104 habe ich mitgenommen, genau. Ich bin auf rechts und links gegangen, habe 52, 52 und ein bisschen Werkzeug. Hier sind 5 Reisigbündel draufgegangen und 10 Sturmleitern. Ich hatte für den Graben, um auf Nummer sicher zu gehen, Reisigbündel mitgenommen, 10 Stück. Ja, da müssten wir jetzt eigentlich dann noch den restlichen Stuff hier drin haben. Der Marco hatte übrigens vergessen, hier die... Ja gut, jetzt können wir noch nicht draufgehen, aber der Marco hatte vergessen... das wieder alles gleichzustellen, also auf ja 25, 50, 25 oder 50, 0, 50 oder so. Der hatte das alles auf der einen Seite gemacht. Gut, 7 Stück haben wir verloren, tat uns nicht weh. Ich habe die Leute jetzt hier drin. Ich muss ein bisschen auf meine Nahrung achten. Ich werde euch jetzt die anderen Burgen nicht zeigen. Diese Folge hier wird nur von dem Außenposten handeln. Wie gesagt, ich weiß, dass ihr alle mitgefiebert habt. Ich hatte mir eigentlich gewünscht, dass ein paar Leute mehr von meiner Allianz jetzt da sind. Ich wusste, dass ich auf den 12 setzen konnte. Das war mir schon klar, als der gesagt hat, ich deff dich. Dann wusste ich, dass der bleibt. Haben aber auch ein paar andere Leute gesagt, die deffen, sind dann jetzt letztendlich leider nicht da gewesen. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass morgen früh noch eine Rutsche kommt. Weil ich habe so ein bisschen Angst gehabt, wie gesagt, also der war bis vor 2 Tagen echt unter extremem Beschuss, weil die Leute natürlich gesehen haben, der Marco Hero ist mal eben 400 oder 500 Klicks weit entfernt. Ich kann mal eben gucken, wie weit der weggezogen ist. Ja, sage ich ja, also fast 600 Klicks ist der weggezogen,
über 600 Klicks ist der weggezogen. Ja, und wenn dann hier noch so ein einzelner Außenposten steht, ist klar, dass die Leute dann draufgehen, weil die genau wissen, dass der Marco dann in dem Moment nicht deffen kann, ne? Ja, würde ich genauso machen, ganz ehrlich gesagt. Ist eine ganz gute Taktik, sich solche Außenposten zum Plündern rauszuholen. Ach, ich bin auf jeden Fall super happy, Leute. Ich muss jetzt natürlich dann wieder Feuer löschen, aber ihr wisst, also guckt euch den AP an. Ein mindestens Level 60er AP und ja, super geil. Wir haben also einiges geschafft jetzt. Wir werden bald richtig gut kämpfen können. Darauf habe ich gewartet. Und ja, freut euch einfach auf spannende Folgen. Freut euch jetzt erstmal auf ein bisschen Feuerwehr spielen. Ist ja auch mal wieder was Neues. Den Krieg, den haben wir ja ganz gut ohne Feuer überstanden, bis auf die paar Sabotagen. Ja, und dann freue ich mich bis zum nächsten Mal. Dann werde ich mich, denke ich mal, zurückmelden, wenn ich den Außenposten eingenommen habe. Ich werde jetzt meine ganzen Allianzmitglieder dran setzen, dass die mir noch ein bisschen mehr Dev schicken. Ich glaube, im Moment müssten hier so um die 600, 700 Devs sein. Das reicht auf jeden Fall, hoffe ich. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Arrivederci, ciao, ciao.